Hi, ich bin Brooke Burke. Ich spiele Rachel Teller in Need for Speed Underground 2. Im Spiel eine Rennfahrerin darzustellen, hat mir viel Spaß gemacht. Aber auf der Straße fahre ich immer vorsichtig und verantwortungsbewusst. Rennen solltet ihr wirklich nur in Underground 2 fahren. Und denkt immer daran, euch anzuschnallen und euch an die Straßenverkehrsordnung zu halten. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Need for Speed Underground 2. Ja, endlich starten wir mit dem LP durch, nachdem wir ja relativ viele Probleme hatten. Ich hatte das ja früher schon mal auf meinem alten Channel einmal gestartet, nur da hatten wir eben dauerhaft das Problem, dass sich dieses Spiel in Cutscenes abgeschossen hat. Aber ich verwende jetzt eben die Value Games Edition, die ihr bei für 10 Euro bei Software Pyramid und Co. kriegen könnt. Und Vorteil von dieser ist, dass das eine aufgebohrte Version vom Spiel. Also da hat EA schon alle Updates, sonstiges reingepackt, weil wie ihr seht, wir haben 16:9, das hat Underground 2 in der Urversion nicht und auch nicht die Auflösung von 1600 mal irgendwas. Das ist auch nicht mal annähernd 2004 möglich gewesen. Deswegen sollte das jetzt eigentlich funktionieren, das Ding ist optimiert. Ich hoffe, wir haben weniger Abschlussprobleme, auch wenn ich jetzt gerade erstmal 5 Minuten brauchte, um das Spiel zum Laufen zu kriegen, weil jedes Mal das Spiel mir abgekackt ist, wenn das Intro gekommen ist, wie gerade gesehen. Ging jetzt plötzlich doch und ich hoffe, wir können jetzt einfach dieses Spiel endlich genießen. Ich hatte es eigentlich vorerst noch die Xbox-Version auf der 360 zu spielen, da hatten wir aber Probleme, dass die Videos geleckt haben und ich hoffe endlich, dass ich davon ein Let's Play jetzt vernünftig machen kann, weil das ist eine Spieleperle, die man gezockt haben muss und eine Spieleperle, die sich ziemlich zickig anstellt, eine Perle, die nicht glänzt oder stacheln wie sonst was hat. Aber na gut, so, ich stelle mal ganz kurz noch Settings ein, ich spiele zu einem 360-Controller, ich hoffe, der ist schon vorgut von der Steuerung eingestellt. Gas geben. Das gibt es nicht als Trigger? Nach oben. Achso, ach ja, Tastatur. Wir müssen ja mal ganz kurz meinen Controller auswählen, da bringt mir das ja nichts. So, genau. Gas geben. Da bitte. Trigger. Ah, Trigger geht sogar, das ist sehr schön. Hochschalten, möchte ich. Hier. Unterschalten da. Handbremse möchte ich hier. Nitro. Entschuldigung, jetzt habe ich für Nitro nichts. Na, ist egal. Pack mal Nitro hier hin. Kamera da. Zurückblicken. Hier. Geht nicht, dann machen wir einfach B. Ne, geht auch nicht. Okay, dann lassen wir's. Nein, so habe ich das nicht gemeint. Ja, alles die Typen von Need for Speed Underground 2. Ich spiele es mit dem 360-Controller. Da hat man nicht an eine 360 gedacht zu dem. Ja, aber das ist ja auch egal. Weltkarte, Shop. Okay, jetzt müssen wir mal gucken. Rennshop betreten. Machen wir so. Weltkarte. Wo habe ich mir das jetzt hingelegt? So. Weltkarte da. SMS-Lesen da. Ja, Statistik da. Wagen zurücksetzen, brauchen wir nicht, Pause, da. Gut, irgendeine Taste habe ich jetzt gerade wieder weggetan, die müssen wir mal kurz wieder hinsetzen, zurücklegen war es nicht. Hochschalten war es, genau, das kommt dahin. So, jetzt haben wir alles zugewiesen, bitte speichern und jetzt können wir auch loslegen. Ja, das erste Mal, dass ich das Spiel jetzt hier auf meinem PC wieder starte, ich hoffe es läuft einfach. So, Karriere, neue Karriere starten. We'll be right back.
Gefällst uns? In meinem Team wäre noch ein Platz für dich frei. Eine andere Antwort als ja zählt nicht. Na, wie sieht's aus? Hier geht voll die Party ab und alle warten auf den Star. Gib Gas und komm her, her. Hallo? Hallo? Ja, alles okay. Ich musste mich nur gerade um ein kleines Problem kümmern. Ein Neuanfang wäre dir recht. Mach den Kopf frei, kann ich gut verstehen. Pass auf, meine Freundin Rachel wartet in Bayview auf dich. Sie leiht dir ihren Wagen. Er steht schon am Flughafen, er ist ihr größter Schatz, also Vorsicht. Viel Glück, wir sehen uns. Samanthas Freundin. Hab gehört, dass deine Maschine gelandet ist. Willkommen in Bayview. Hey, falls du es nicht schon erraten hast, das, was du hier hörst, ist das Kurzmitteilungssystem, auch bekannt als SMS. Ich weiß nicht, ob du dich damit auskennst, deshalb habe ich schon mal alles eingestellt. Lies dir am besten die Anleitung durch. Jo, machen wir doch. So, jetzt sind wir am Start, nachdem wir ja vor ein paar Wochen unseren Ruhm verloren haben, beziehungsweise unsere Siegkette, beziehungsweise sagen wir mal einfach nett aus dem Weg geräumt wurden. Und ja, jetzt sind wir hier in Bayview angekommen und werden jetzt von Rachel begrüßt und lesen wir uns doch erstmal die SS-Anleitung durch. Willkommen zum SMS-Kurzmitteilungssystem. Damals musste man das noch erklären, heutzutage ist es selbstverständlich. Über dieses System entfernst du während des Spiels Informationen. Ein Briefsymbol weist dich auf eine neuere Nachricht hin. Um sie zu lesen, musst du das SMS-System aufrufen. Die Symbole für Textnachrichten haben je nach Information zu verschiedene Farben. Renn-Events erscheinen als Symbole oben auf der Nachrichtenanzeige. Wenn du die Renn-Shop betreten Taste drückst, erhältst du mehr Informationen über das Event. Jeder Renntyp hat ein anderes Symbol. Außerdem kannst du im Explore-Modus die Weltkarte aufrufen. Hier hast du den besten Überblick über die Stadt und alle Rennen und Shops, die du entdeckt hast. Hier kannst du auch die Events und Shops filtern und das GPS-System aktivieren. Um deinen Karrierefortschritt aufzurufen, drückst du die Taste für den Karrierestatus. Hier kannst du die optische Bewertung deines Wagens und deine Fortschritte im Spiel nachsehen. Wirf einen Blick auf die Minikarte. Sie ist einfach zu benutzen und du solltest dich daran gewöhnen. Die Stadt ist groß, weißt du? Ich brauche meinen Wagen bald wieder, also komm bitte zum Autohändler, der auf der Minikarte markiert ist. Oh ja, und los geht es! Anbremse war hier, okay, passt. Und dann wollen wir nochmal loslegen mit ihrem wunderschönen Wagen. Der echt, muss man mal sagen, geil aussieht. Wir können es jetzt nicht nach hinten gucken, weil ich keine Taste dafür habe. Yo, Rachel, ich habe hier ein paar Renninfos für dich. So eine Truppe Loser trifft sich gerade für ein paar Rennen. Gute Chance, dein Konto ganz easy aufzubessern. Ich schick dir die Location, wir sehen uns. So, dann fahren wir doch mal los. Ich kann jetzt, wenn ich nach hinten gucke, werde ich bis nächstes Mal einfach gelöst haben. Kurz das Problem, dass ich irgendwie die Taste irgendwie anders belege, weil auf meinem Controller ist nicht mehr viel frei. Ich habe da nicht mehr... Doch, ich habe eigentlich noch Platz. Warte mal ganz kurz. Ich habe da noch Platz. Nö, ich habe da keine Schultertasten. Der LPN, der hat keine. Bei dem fehlen die. Leider kann man das jetzt nicht... Okay, dann mache ich das einfach nächstes Mal, wenn wir nicht im Menü sind. Und wir spielen auf Mittel. Okay, das sollte doch anspruchsvoll genug sein für uns. So. Was mal durch das Fragezeichen. Karrierestatus im Fortschritt. Drück die Start... Nee, komm. Das lese ich jetzt hier nicht alles vor. Das ist eigentlich klar und, ja. Hey Rachel, alles klar? Hab gehört, dass in Fort Union einiges los sein wird. Den genauen Ort habe ich noch nicht ausgemacht, aber du findest es schon. Meine Jungs sagen, das wäre ein einfaches Ding. Vielleicht willst du ja mitmachen. Viel Glück! Jo, werde ich machen. Wir haben auch eine Nachricht bekommen. Das ist nämlich falsch. Das ist... Warte mal. So, da ist ein... Nein, da ist ein Nachrichtensystem.
Minikartenanleitung, das brauchen wir nicht. Wir werden jetzt mal auf die Karte gehen. Nein. Muss ich dafür echt die Maus verwenden? Ja, muss ich. Okay. Wir sind hier. Wir fahren erstmal hier das zum Modem. Ja, GPS deaktiviert und dann zum Rennen fahren. Ich glaube, Rachel kann so ein paar Minuten noch auf ihren Wagen verzichten. Und unser Konto wird uns das sehr anrechnen, wenn Rachel ein bisschen auf ihren Wagen verzichten kann. Wir machen ihn auch nicht kaputt. Ich besonders nicht. Wir sind jetzt schon wieder. Ja, ups. Da ist, naja, wo ist Nachricht? Ich wusste gerade echt, ich hätte die ein bisschen anders hinlegen müssen. Ich habe die andersrum gelegt, dass sie da oben angezeigt werden. Naja, was soll's. So, da ist doch auch gleich schon das erste Rennen. Natürlich wollen wir da rückwärts rein, war ein bisschen cool. Das heißt, wenn ich nach hinten gucken könnte, ist das super. So. Verzieh dich, Mann. Glaubst du wohl, du kannst dir den Dicken machen, nur weil du Rachels Wagen hast, was? Überleg's dir gut, Kleiner. Hier ist die Rennroute. Ich muss keinen Dicken machen, ich hab'n... Kleiner, du kommst hier in Rachels Kiste an und lässt den Helden raushängen. Ja, nur den Helden, richtig. Nur den Helden. Du brauchst schon mehr als eine geile Karre, um dich hier zu behaupten. Zück die Kohle und los geht's. Zwei Runden, die Strecke kommt gleich auf deine Karte. Ah, okay. Hier werden sehr viele zweideutige Andeutungen für mich gemacht. Das ist nicht gut. Ich kann viel zu oft zweideutig denken, beziehungsweise zweideutig zu interpretieren. Das ist nicht gut. Aber bisher läuft das Spiel. Es macht keine Zicken. Es wundert mich. Aber es ist gut, es ist auch eine optimierte Version, die aktuell im Handel zu kaufen ist. Also das ist ja nicht, das ist hier die Wii U Games Edition, bla bla bla, 14 Euro. Die ist halt schon ein bisschen optimiert. 16:9 und sowas, das gab's ja, wie gesagt, alles nicht vorher. Und das freut mein Herz doch ein bisschen, dass das Spiel so ein bisschen läuft. Mit Underground 1, das wird auch noch als Let's Play kommen. Da bin ich aktuell mit DX Tori am rumprobieren. Weil das einzige Programm ist, was damit klarkommt. Weil das Problem ist, Underground 1 ist so eine Zicke. Dass das Teil im Ladescreen eine andere Auflösung hat, als während des Spiels. Also im Ladescreen ändert das mal kurz die Auflösung und damit kommt Fraps 0 klar. Fraps mag das nicht. Fraps ist eine kleine Pussy. Fraps mag nämlich grundsätzlich irgendwann gar nichts, wenn sich was im Spiel ändert. Ändert sich was? Ne, ich bin raus, ich kann das nicht. Ich ändere mich nicht, ich halte an meinen Idealen fest. Das hat so bestimmt der Typ in den 30er, 40er Jahren Deutschlands auch gemacht. Gut, hat er nicht so lange gemacht. So, falsches Thema. Wir sind in Need for Speed Underground. Richtig geiles Game. Gut zusammengefasst, Review brauchen wir gar nicht machen zu dem Game. Geil, reicht. 5 Sterne von 5. Trifft's, ne? Und ich hab auch richtig Laune auf das Game. Das kann ich euch so mal was von sagen. Wir werden das jetzt hier mal so nicht durchsuchen, weil es neben Abi jetzt nicht geht, aber wir werden dafür schon richtig hart rannehmen. Oh Gott. Nein, tu mir nicht. Dafür ist das Spiel zu schade. Das mache ich nicht damit, nein. Wir führen gerade, trotz Mittel. Ich könnte natürlich auch auf Schwerstellen, aber Mittel reicht mir, glaube ich. Glaubt mir. Werde ich die ganze Zeit nur aufs Maul kriegen. Obwohl ich in anderen Gott eigentlich ganz gut mit dem Fahren bin. Mit dem 360-Controller geht das Spiel gut. Das muss ich wirklich sagen, dafür das Spiel von 2004, selbst die Originalversion, die ich auch habe. Die halt weniger auf Windows läuft, die zickt da ein bisschen mehr. Da funktioniert der 360-Controller auch. Und das freut mich sehr, dass der Controller direkt erkannt wird. Das haben viele alte Games eben nicht. Die erkennen solche, zum Beispiel hier diese Trigger und sowas nicht als Achsen. Und das tut, wie ihr seht, hier Underground. Das ist schon mal sehr positiv. Da kann man nicht viel mehr mit Gas spielen. Weil ich ja beim Xbox-Controller geile Trigger habe, die ich ja geil betatschen kann. Genau. Und wir sind gerade durch eine Regenwolke gefahren, die war dann plötzlich. Okay, doch nicht. Das ist eine zweite Regenwolke. Die ist nur unter der Brücke. Die Mucke. Das ist einfach schon so Urgefühle, wie da in Underground aufkommen. Die ist einfach. Ha! Schön! Ich mag sie. Ich liebe sie. Grundsätzlich, ich mag grundsätzlich alle Need for Speed Musik. Es gibt, glaube ich, kein Need for Speed, wo ich so wirklich richtig sage, die Musik hasse ich, das Spiel will ich nicht deswegen anpacken. Gibt's nicht. Zumindest meiner Meinung nach nicht. Ja, also, ich glaube nicht. Ich fällt kein Need for Speed ein, wo die Musik scheiße wäre. Also, da muss man schon sagen, Musikauswahl. Daher, das können sie, wenn sie manchmal spielfaul ist, aber die Musik können sie richtig machen. Wir haben gewonnen, nebenbei erwähnt. Gewonnene Rufpunkte 300, gewonnenes Geld 200. Zurück zum Explore-Modus. Jo, bitte speichern. Ist immer sicherer, wenn er sich jetzt nämlich nicht abschießt, haben wir trotzdem das Rennen gewonnen. Mann, wo bleibst du? Hast du dich verfahren, oder was? Du findest den Automarkt auf der Minikarte. Beeil dich und komm her, ich hab nicht die ganze Nacht Zeit. Ich muss dich leider enttäuschen, ich schon, deswegen, also, gut. Rachel kann noch warten, sie meinte, fahr doch erst noch das Rennen, dann komm zu mir. Habt ihr nicht gehört, hat sie aber gesagt, eindeutig. Das war falsch. Das war auch falsch, das richtig.
Ende der Lenkung brauche ich nicht. Ich komme sehr gut mit dem Auto klar. Muss aber echt mal die Tasten nochmal umlegen. Bis nächstes Mal gucke ich mir nochmal die Steuerkreuz an. Dann lege ich auch mal genau die Dinger so auf mein Digipad, weil ich habe die gerade komplett anders verlegt. Deswegen, ich vertippe mich die ganze Zeit. Nein, rein da. Rein. Na, jetzt fahr da rein. Danke. Was machst du denn da in Rachels Wagen? Ach, du bist der Typ, von dem ich schon gehört habe. Dann wollen wir dich mal standesgemäß begrüßen. Die Karte zeigt dir den Weg. Straighter Sprint. Wir sehen uns im Ziel. Liebe Dame, straight heißt gerade. Das ist sicherlich nicht gerade, aber okay, gut. Hey Schätzchen, ach, du bist gar nicht Rachel. Bist du das Weiche, das bei ihr rumhängt? Wir fahren heute ein Sprintrennen. Wenn du mitmachen willst, rück die Kohle rüber. Die Strecke findest du auf deiner Karte. Bist du dabei? Natürlich. Nee, ihr müsst euch schon mal drauf festmachen, dass ich grundsätzlich gegen jeden Satz, den Gegner hier kontern muss. Ich kann mir das nicht gefallen lassen. Aber der 370Z links hat auch geile 350Z, Entschuldigung, den gab's ja damals noch gar nicht. Da fuhr es jetzt auch schöne Lampen und muss mir natürlich am Arsch kleben. Aber das Skyline da vorne, ich würde den Wagen lieber nehmen, nur nicht in dem optischen Tuning, weil das sieht mal richtig verhunzt aus. Also grundsätzlich den Skyline, wenn ich den hier im Spiel habe, den ich mir auf jeden Fall holen werde, ist ein Pflichtwagen für mich, wird keine anderen Rückleuchten bei mir kriegen. Die werden die originalen Rimline, weil ich finde alle Rückleuchten, die hier sind, sehen scheiße, trifft's gut, ja richtig, das wollte ich nicht sagen, sehen scheiße aus. Weil die diese schöne Optik mit dieser, was mache ich denn hier? Weil diese schöne Optik von diesen zwei einzigen getrennten Lampen links und rechts eben kaputt machen und da so ein komisches mit LED-Gewurschel und sonstigem und das einfach mal gar nicht passt. Oder diese zwei Lampen zu einer zusammenfügen. Und die bisschen Sternbewertung, die man für so ein paar Lampen kriegt, ehrlich, die können sie sich mal quer sonst wohin schieben. Und nicht in den Mund wie ein Baguette. Baguette-Mund? Nein, das ist immer noch falsch. Genau wie der Fahrer, der ist nämlich auch falsch gefahren. Jetzt komm rum! Ich merke gerade, dass ich die ganze Zeit falsch drücke. Ich will die ganze Zeit Handbremse ziehen, aber Hämmer halt trotzdem die ganze Zeit hochschalten. Zum Glück habe ich nicht auf manuell, sonst hätte ich mittlerweile mein Getriebe gespannt, glaube ich. Oh, passt, ich muss sie gerade ein bisschen mehr Steuerung einfinden. Es ist ein bisschen ungewohnt, Underground zu zocken. Es ist schon ein bisschen her, seit ich das letzte Mal gemacht habe. Und ich fahre natürlich auch deswegen wie der letzte kranke Irre, der kein Stück Ahnung hat, wie man ein Auto lenkt. Nur noch mal ein bisschen üben hier, glaube ich. Frau Rachel ist hier nicht nach mir angepisst, dass wir jetzt gerade mal ein bisschen ihr Auto missbraucht haben, aber hey, ist irgendwie ein guter Zweck für unsere Tasche. Armer neuer Ankömmling in Bellevue sucht Spenden, richtig, deswegen. Gewonnen Ruf 300, gewonnenes Geld 200. So, mal gucken, was Rachel uns sagen hat. Hey, ich will mein Auto und zwar jetzt. Wenn du nicht sofort hier aufkreuzt, verpfeife ich dich und dann fährst du erst wieder rennen, wenn ich es sage. Jetzt komm schon her, ja, was war das mit der Aufforderung? Sofort zum Auto, hey, ich will mein Auto zurück. Wenn du nicht sofort hier aufkreuzt, gibt's Ärger. Und dann fährst du erst wieder, wenn ich es sage. Ach, möchte sie sagen, sie ist Cop? Hä? Möchte sie das sagen? Nein, natürlich nicht, aber kommt mir nur so rüber. Weil, wenn sie das entscheidet, dann, naja. Ich kann euch schon mal so sagen, ich weiß selber gerade nichts mehr von der Story 0. Sagen wir einfach mal so, die war jetzt nicht so brillant, als dass man die sich hätte merken müssen. Ist halt eine Story in einem Rennspiel. Es gibt auch Rennspiele mit guter Story. Wer jetzt sagt, Need for Speed Most Wanted hat eine gute Story. Nein, hat's nicht. Ganz einfach, weil du fährst die ganze Liste ab, musst die knacken und das Ende ist sowieso schon von Anfang an klar und das ist ja langweilig. Das spricht nicht von guter Story, aber na gut, egal. Need for Speed hat noch nie eine gute Story gehabt, aber ist mir auch total wurscht, solange das Gameplay geil ist, ist mir das total scheißegal. Bisschen Story ist zwar gut, will ich haben. Neue Most Wanted ist da zum Beispiel ein Spiel, was ich gar nicht so feiere, weil es überhaupt keiner hat. Aber es muss halt jetzt hier kein Epos sein, der über 500 Jahre allein nur die Geschichte erzählt in dem Rennspiel, gemerkt. Und muss doch eigentlich auch Geld liegen, ne? Ah, das ist doch noch. Bevor das auch die ganzen Shops, die wir später entdecken müssen, ich weiß zum Glück auch alle, wo die sind, also so Großteil. Deswegen sollte das eigentlich kein Problem sein. So, da sind wir doch schon. Möchtest du den Shop betreten? Natürlich. Wo bist du mit meinem Wagen gewesen, ha? Wenn da auch nur ein Kratzer dran ist. Sam sagt, du kannst fahren. Mag ja sein, aber nicht mit meinem Wagen.
Nutz deine Kohle für einen Fahrbahnuntersatz. Ich rufe dich später an. Da ist sicher niemand, auf keinen Fall ein Kratzer drin. Da bin ich mir ganz sicher. Wir haben keine Wand mitgenommen. Der Wagen ist wie im Neuzustand. Hey, du kannst dir endlich einen Ersatzwagen leisten. Samantha hat das Geld von der Versicherung überwiesen. Such dir einen Wagen aus. Ich melde mich dann später bei dir. Oh, wir hatten aber eine gute Versicherung anscheinend, wenn wir... Nee, warte mal. Wir dürfen uns einfach einen Wagen aussuchen, okay. Wir haben einmal einen Peugeot 206, einen Ford Focus, einen Toyota Corolla, Nissan 240SX, Peugeot 106 sowie einen Opel Corsa. Beziehungsweise hatte hier, wie ihr seht, das Vauxhall-Zeichen, also die englische Opel-Marke, aber das davon ab, egal. Es sind ein paar kleine Fehler, die im Spiel sich eingeschlichen haben und ich kenne die. Handling ist eigentlich eher unwichtig bei den Geschwindigkeiten, die netten Kollegen gerade mal draufkriegen, das juckt nicht. Peugeot ist eigentlich voll schlecht, der 206er, ne? Besten ist eigentlich echt, musst du sehen, der 106er, theoretisch vom Handling und sowas ist der am besten. Ist halt nicht optisch so wirklich meins, das Peugeot, dieser Peugeot-Look, der gefällt mich so wirklich. Und, deswegen nehmen wir. Der 206er sieht natürlich dann hingegen wieder richtig fett aus, muss man einfach mal so sagen. Aber wenn jetzt, denke ich mal, direkt zum Start mit einem 240SX ins Rennen gehen, ich finde, das ist doch ein netter Tunerwagen. Den kann man schön aufmöbeln. So, dann wollen wir doch mal. Was gibt's Neues, Rachel? Schwing dich in deinen Wagen und komm zu meiner Garage. Die Straßen sind eh leer gefegt und kein Rennen in Sicht. Wage es nicht, mich wieder warten zu lassen. Bis nachher. Ja, Rachel möchte sogar... Hat die gerade ihre Stimme geändert? Ich meine, hat die vorhin... Entweder muss ich erstmal meine Zunge in den Griff kriegen, damit vernünftige Wörter aus meinem Mund kommen, oder ich vertue mich gerade einfach... Ich habe Halluzinationen und denke, die Frau redet plötzlich anders. Ich muss ja später nochmal angucken. Ich habe das Gefühl, die hat plötzlich eine andere Stimme. Vielleicht bin ich einfach nur paranoid, aber... kam so vor. Maybe? Ich habe keinen Plan. Ich hoffe, ich habe recht, weil sonst kommt das komisch rüber. Ich möchte nicht in der Klapse landen. Handbremse ziehen. Na gut, mit dem Wagen ist Handbremse ziehen noch ein Fremdwort. Dem Wagen müssen wir überhaupt erstmal aus dem Quark kommen. So, bei dem ist auch Geld liegen, oder nicht? Nein, hier war keins. Da kommt viel später, welches hin. Ja, es gibt so ein paar Spots, wo ich noch weiß, wo Geld ist. Da können wir die Shops nicht auch schon Wets aufdecken. Warte mal ganz kurz. Hier vorne ist nämlich einer. Ich will den mal ganz kurz gucken, ob ich den schon entdecken kann. Hier ist doch einer, ne? War das denn hier? Ah, scheiße. Nee, es war nicht hier, oder? Ja, ich komme ja gleich zu dir, Tante. Ja, mit der Ruhe. Ach komm, so mal gleich. Komm, bevor ich jetzt hier 5 Stunden rumfahre und alle Shops schon entdecke, beziehungsweise glaube ich eh nicht, dass wir die jetzt schon aufdecken können. Da das dem Spiel nicht gefallen würde, wenn wir jetzt einfach mal die Story durcheinander bringen. Und wenn wir hier im Hintergrund ganz gewaltiges Aufploppen haben. Aber gut, das sage ich jetzt gar nichts gegen, weil das Spiel ist von 2004, ich erwarte nichts. Und so werden die Spielengine auch nicht, die werden die Spielengine nicht komplett aufgebaut haben, nur dass das Spiel jetzt mal rausgebracht haben nochmal. So, da sind wir doch schon. Möchtest du die Garage betreten? Natürlich.